Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder sehr, die Susanne Lorey neben mir sitzt zu haben, auch wenn es nur digital ist. Hallo liebe Susanne. Hallo Silke, habe mich wieder sehr, sehr auf dich gefreut. Ja, ich mich auch sehr. Ich hatte ja schon im Januar mit dir ein Interview veröffentlicht. Da ging es um hochsensible Narzissmus, toxische Strukturen. Das Video ist auch sehr gut angekommen, auch mit sehr interessanten Kommentaren und auch private Mails, die uns geschrieben haben, dass wir jetzt sozusagen fusionieren. Das hat für einige gefreut. Und da haben wir auch schon angekündigt zum Ende des Videos, dass ich gerne noch mal was zur emotionalen Entgiftung machen möchte. Weil auf meinem Kanal geht es ja auch eher so viel um Ernährung, Gesundheit, körperliche Entgiftung. Aber die emotionale Entgiftung ist ja auch sehr wichtig. Und auf deinem YouTube-Kanal Lorey Training, da bearbeitest du auch diese Themen teilweise. Das kommt auch immer mal wieder, emotionale Entgiftung. Sprichst auch immer mal wieder in deinen Videos an. Es gibt ja jeden Sonntag dein Sonntagsvideo, sehr, sehr empfehlenswert. Ich verlinke deinen Kanal auch oben in den Infokarten und auch nochmal unter dem Video. Du hast auch eine Webseite, Lorey Training. Das verlinke ich auch alles unter diesem Video. Du bist ja eigentlich Kommunikationstrainerin, hast früher auch viel Seminare gegeben für Unternehmen. Und jetzt hast du dich eher so spezialisiert eben auf diese toxischen Strukturen, Narzissmus, arbeitest auch viel mit Hochsensiblen, Hochsensitiven. Ja, also ich habe hier eine psychologische Praxis, aber vieles geht eben heute über Zoom, über Skype auch, ne? Wo ich eigentlich in ganz Deutschland oder auch teilweise Europa arbeite. Dass du eben online auch berätst, also für alle, die da jetzt Hilfe benötigen, Beratung, wenn es um Thema geht, Hochsensitivität, toxische Strukturen, dann ist die Susanne für mich persönlich die beste Ansprechpartnerin. Ja. Und heute geht es eher um emotionale Entgiftung. Du sprichst ja auch manchmal in deinen Videos auch dann doch über die körperliche Entgiftung, Basenbad, basisches Essen, ne? Hast du auch schon mal erwähnt, wie wichtig das ist auf allen Ebenen, die Entgiftung, eben nicht nur körperlich. Ja, ich nehme ja viele Bilder, ne? Das weißt du ja, also diese Metaphern, und es wird oft anschaulich, wenn du viel auch auf biologischer, chemischer oder körperlicher Ebene erklärst. Diese Bilder versteht jeder. Und dann kann man viele psychologische Vorgänge viel, viel besser dadurch erläutern. Ne? Ja, das ist immer auf alle Fälle sehr hilfreich, deine bildhafte Sprache, die du in deinen Videos verwendest, auch deine Gedichte. Zu jedem Video gibt es ja immer ein Gedicht, das ist auch immer sehr eindrücklich. Also ich finde mich da so oft wieder, auch in deinen Abendgedanken. Also ich verfolge dich ja eher auf Telegram und auf YouTube, du bist aber auch auf Facebook. Du teilst ja dann immer so Abendgedanken. Da hattest du letztens auch wieder was gehabt, wo ich sage, boah, die Susanne hat jetzt in meinen Kopf geguckt. Das ist ja genau das, was ich gerade so fühle. Ne? Und das geht vielen Empathen, Hochsensiblen so, dass sie sich da voll immer wieder erkennen in deinen Texten und Gedichten. Und genau heute für meine Zuschauer würde ich mir auch nochmal so deine Sichtweise auf die emotionale Entgiftung, was würdest du da empfehlen? Empathen, Hochsensiblen, wie man in der heutigen Zeit diese emotionale Entgiftung unterstützen kann und wieso es überhaupt dazu kommen muss. Nochmal so einfach. Ja, so kommt es dazu. Ich meine, wenn wir uns jetzt da ein bisschen umgucken, was die letzten Monate oder Jahre passiert, das ist ja ein unglaublicher Druck für die Leute. Ja. Und das ist ja auch, das ist ja wirklich wie körperlich, wenn du toxisch dich zumüllst mit Schwermetallen, mit irgendwelchen Giften. Und der Körper und die Psyche haben beide eine gewisse Kapazität, das einzulagern erst. Ja? Im Körper, das muss ich dir ja als Fachfrau nicht sagen, das ist ja dann im Fettgewebe eingelagert. Ja? Und so hat die Psyche eben auch wie so ein kleines Archiv. Im Unterbewussten wird das alles schön eingebaut, macht oft lang nicht Probleme, aber wenn dann irgendwo die Grenze erreicht ist, und die ist inzwischen bei vielen Leuten erreicht, ja, dann siehst du die ersten Turbulenzen, also die ersten psychischen Ausfallserscheinungen, ja. Ich habe ja hier in meiner psychologischen Praxis inzwischen sehr, sehr viel Ängstler, die kommen, Panik, Existenzängste, Angst um die Kinder, Angst um, auch beruflich oder eben explizit auch Todesängste, ja. Also wo es ans Existenzielle geht, an Ängsten, ne. Ja, und was kann man da machen? Ich versuche es, wenn ich zum Beispiel Leute habe, die ich berate, sage ich immer, Mensch, stell dir doch einfach mal wie so ein See vor. Ja? Stell dir vor, du bist wie ein See. Und da gibt es einen Bach oder irgendwas und da kommt alles toxische Brühe rein. Irgendwie von der Fabrik, Abwässer, alles kommt rein. Ja? Und der See hat eine gewisse Kapazität, kann das noch durchmischen, kann noch vielleicht das Ökosystem halten, und irgendwann ist es kurz vorm Kippen.
Und dann frage ich den immer, ja, was würdest du denn jetzt tun? Stell dir jetzt den See vor, stell dir die Giftbrühe vor, was willst du tun, um den See zu retten? Ne? Und das können wir auf psychologischer Ebene jetzt ganz gut übertragen. Das Erste, was man vielleicht tun würde, ist, dass man oben, was weiß ich, wo der Bach reinkommt, entweder ein Wehr hinbauen oder umlenken. Also auf jeden Fall, dass keine Giftbrühe mehr nachkommt. Ne? Ist ja logisch, dass ich das unterbinden muss. Das Zweite, was man macht, ist normalerweise, dass man jetzt irgendwas abschöpft, ableitet, teilweise also zumindest von dem Dreckwasseranteil rausschleust. Ja, du würdest sagen, entgiften oder Detox, ja, was man ja beim Körper auch macht. Und das Dritte ist, dass man Frischwasser zufügt oder Regenwasser, Sauerstoff, ja, dass das Ganze wieder durchlüftet ist. Und genau das müssen wir uns auf psychischer Ebene auch vorstellen. Das ist eigentlich relativ einfach, jetzt mal vom Dreischritt gerechnet. Ne? Und da wird es jetzt höchste Zeit, weil wenn das so weitergeht, also entweder gehen die Leute wirklich in Nervenzusammenbrüche, in toxische, also weißt du, in destruktive Prozesse oder aber auch, dass sich das körperlich zeigt. Ne? Also gerade, du hast ja vorhin angesprochen, die Hochsensiblen. Leider Gottes ist bei uns Psyche und Körper oft sehr stark gekoppelt. Und da haben die Leute massiv schon auch körperliche Erscheinungen. Ne? Also wir hatten es ja auch im Vorgespräch, hatte ich dir auch erzählt, dass ich jetzt durch eine emotionale Entgiftungsphase gegangen bin, die sich auch körperlich gezeigt hat durch Juckreiz. Aber weil ich eben auch gerade eine körperliche Entgiftung durchlaufe mit so einer Art flüssigen Zeolit, da hatte ich letztens auch schon ein Interview mit einer Freundin veröffentlicht, die hat einen Erfahrungsbericht und da habe ich jetzt auch die Dosis erhöht und das ging nochmal so in die Tiefe, da kam nochmal so viel hoch als körperlich und dann auch über die Emotionen und das eben diese Verbindung Körper und Emotionen. Und was mir auch ein ganzes Stück weit geholfen hat, mir das bewusst zu machen, erstmal, wo kommt dieser Juckreiz her, was hat das, was stecken da für Emotionen dahinter? Und da hatte ich halt ein sehr klärendes Gespräch mit einer Freundin und dann war das für mich besser, nochmal das rauszulassen und das zu verstehen. Und das ist ja auch das, was du machst in deinen Beratungen. Ne? Die Menschen schildern dir deine Probleme und du zeigst eben Wege auf, hast Verständnis, hörst zu und zeigst Wege auf und zeigst auch, was dahinter steckt. Und wenn man das einmal, so meine Erfahrung, verstanden hat, was dahinter steckt, dann kann man es besser auflösen. Oder dann werden die Symptome sofort abgeschwächt. Du kannst ja an beiden Enden arbeiten, entweder so wie du, wenn ich auf der körperlichen Ebene was tue und schaue, dass ich Großputz mache quasi, wird sich das auch mental bei dir zeigen. Genauso umgedreht, wenn du mental was auflöst oder guckst, wo sind die Dreckecken, wo kann ich eine Schaufel nehmen und kipp das Zeug dann irgendwann nach draußen, dann passiert es auch auf psychisch und auf körperlicher Ebene, dass es den Leuten plötzlich also wesentlich besser geht. Also es ist eine hochspannende Verschränkung zwischen diesen beiden Bereichen. Ne? Ja, wir hatten ja auch im Vorfeld so uns privat ausgetauscht und da ging es auch darum, dass auch gerade auf Telegram, da gibt es ja diese alternative Aufklärer-Szene, auch um dieses ganze C-Thema und da haben wir schon auch festgestellt oder schon länger, da gibt es auch viel Panik und Angstmache. Ja, die Mainstream-Medien machen mit diesem C-Thema Panik, aber die alternativen Medien auch. Und deswegen ist es für die Hochsensiblen, für die Empathen eigentlich auch wichtig, sich zu schützen, sich wirklich diese Angst- und Panikmache nicht mehr anzutun, weder über den Mainstream noch über die alternativen Aufklärer. Ja. Ja, dass man sich auch bewusst macht, dieses C-Thema ist nur ein Symptom. Das ist nicht das Problem, das ist nur ein Symptom. Die Ursache liegt wo ganz... Ja, das ist wir müssen uns das ja so vorstellen. Jeder Mensch hat ja irgendwelche Ängste. Jeder hat sein Bündelchen, seinen Rucksack, wo er seine Urängste drin hat. Und wenn wir jetzt mal von einer dunklen Energie reden, sagen wir mal einfach so ein bisschen plastisch, dann müsste ich mir als dunkle Energie überlegen, wo ist bei wem die offene Tür? Wo komme ich bei dem so rein, dass ich ihn destabilisiere? Ja? Und da kann das C-Thema, das kann die Gesundheitsleute tangieren, ja, oder die Angst haben, dass sie da irgendwo sterben könnten. Und in der Alternativszene, da müsste ich halt dann andere Sachen rauspacken. Da müsste ich dann ständig penetrieren im Sinn von die armen Kinder, ja, die können alle sterben oder du wirst keine Lebensmittel mehr kriegen demnächst, ja.
oder alles wird so zusammenbrechen vom System. Also es ist ja überall eine unterschiedliche Bespielung, ja. Und was du eben immer mehr auch merkst, auch in der Alternativszene, dass du da bespielt wirst mit Themen, die dir eigentlich nicht gut tun. Ja. Und die jenseits reiner Information sind, also die konnotiert sind quasi mit Ängsten. Ja. Ja, wo man auch aufpassen muss, was konsumiere ich denn rein, ne? Wie bei dem See. Was lasse ich denn, was lasse ich denn in meinen Mikrokosmos da überhaupt rein, ne? Ja, dass die positiven Nachrichten, die positiven Erlebnisse sollten jeden Tag überwiegen. Es spricht ja nichts dagegen, sich mit gewissen Thematiken auseinanderzusetzen. Das mache ich ja auch. Die Themen sind auch oft nicht so schön, aber ich schaue immer, dass das nie die Oberhand gewinnt und dass ich immer mein Herz verschließe als Empathin. Muss man sich einen Mechanismus angewöhnen, die Dinge sehr nüchtern, sehr sachlich, neutral zu betrachten. Das ist mir eigentlich ganz gut gelungen, dass ich mir trotzdem auch wirklich krasse Themen anschaue, ohne dass es mich nach unten zieht. Und ich trotzdem dieses unerschütterliche Vertrauen habe, das gefällt mir gerade besonders gut, diese Kombination unerschütterliches Vertrauen, dass ich geführt werde, dass es mir an nichts mangelt, dass ich gut durch diese Zeit gehe. Und das hat aber auch was, finde ich, mit dieser emotionalen Entgiftung. Ich hatte dir ja beschrieben, da werde ich vielleicht auch nochmal ein Video dazu machen, mit diesen Prozessen, durch die ich jetzt in den letzten Wochen gegangen bin. Ich habe mich teilweise gar nicht mehr selber wiedererkannt. Ich hatte so Wut und Ärger in mir. Ich war wie so ein explodierender Vulkan, ja. Da ist so ganz viel aus mir rausgebrochen. Kinder haben auch schon gefragt, oh Mama, was ist mit dir los? Und sowas kenne ich eigentlich nur von längeren Fastenphasen. Und diesmal war es so intensiv. Aber wenn man dann wirklich die Dinge dahinter versteht, wenn man sich entweder mit Freunden austauscht oder du auch, ne, wenn man sich eine Hilfe sucht, Beratung sucht, wie bei dir zum Beispiel, wenn man die Prozesse dahinter versteht, dann löst sich das auf einmal auf und dann kommt man in so eine Schöpferkraft, in so eine Tatkraft. Also das finde ich erstaunlich. Also ich hatte echt Phasen in den letzten Wochen, wo ich dachte, oh, ich will aus meinem Körper raus. Ich halte das gerade nicht aus, diese Emotionen, dass da so viel hochkommt und dass ich mich selber nicht mehr wiedererkenne. Aber man muss manchmal durch so ein tiefes Tal gehen und auf einmal kommt so ein extremes Hoch und man ist auf einmal wieder voll im Vertrauen und in diesem unumstößlichen Vertrauen. Ja. Aber guck mal, das ist ja genau diese gesunde Kraft. Du sagst, da kommt was hoch, sagst du ja. Ne? Mhm. Oder da will was sich empören oder ist wütend. Das ist ja von der Psyche ein super gesunder Vorgang. Schau mal, wenn du da unten jetzt sauber machen willst in deinem Keller, ja, dann ist das ja die Transportkraft, die das alles die Treppe hochschockt quasi, die da unten sauber macht. Das ist ja wie, guck mal, im Vorgespräch hast du vorhin so ein schönes Bild gebraucht mit dem Vulkan. Kannst du dich erinnern? Ja. Und das ist ja wie, wenn der Vulkan diese Magma oder diese Energie nach oben schieben will. Ja, also eigentlich ein gesunder Reinigungsprozess. Es ist jetzt nur das Thema, stell dir mal deinen Vulkan vor, du kannst natürlich oben jeden verbrennen, kannst sagen, ich gehe jetzt in die Wut, in die Rache und alles mache ich platt, ja, wie bei Pompeji, ja, dann ist alles außenrum scheintot, ja. Oder du kannst da oben deine Würstchen grillen, ja. Du kannst es nutzen, diese Energie nutzen für eigene Projekte, ne? Also das, was bei dir passiert, kann entweder einerseits eine Zerstörungsenergie sein, weil ich sage, ich verliere die Kontrolle, es muss raus. Oder ich kann da irgendwo einen Kanal bauen, wo ich sage, ja, mit der Hitze, ja, da bespiele ich meine Lokomotive oder generiere Strom draus. Ne? Genauso war es ja bei mir. Ne? Erst war das so, ich wusste überhaupt nicht, wohin mit dieser Wut, Ärger. Das ist halt manchmal noch so unkontrolliert rausgebrochen. Aber als ich dann dahinter geschaut habe, mir das nochmal genau angeguckt habe, genau bewusst gemacht, mir das bewusst gemacht habe, konnte ich diese Energie umlenken. Und das ist ja das Faszinierende. Auch die Möglichkeit, die diese Empathen, die Hochsensiblen haben, ja, diese Kräfte umzulenken. Und wir brauchen ja neue Strukturen. Da unterhalten wir uns ja wieder drüber. Es werden sich alternative Strukturen bilden, ob das alternatives Bildungssystem ist oder ob die Leute sich untereinander handwerklich tauschen, ob sie sich vernetzen, unterstützen, aber eben ganz anders, als das jetzt teilweise noch der Fall ist oder vor diesem C-Thema war. Ja? Und es braucht jetzt Leuchttürme, es braucht Menschen, die in ihre Kraft kommen, die auch die Kraft und die Energie und dieses unerschütterliche Vertrauen haben, diese neuen Strukturen aufzubauen. Ja, und sich gar nicht mehr mit diesen alten Strukturen beschäftigen, so die, wenn man es vermeiden kann,
sich da einfach zurückziehen. Ich meine, ich habe auch Menschen im Freundeskreis, die eben nicht online arbeiten, sondern wirklich jeden Tag zur Arbeit müssen, sich testen lassen müssen, weil sie eben den Peaks vermeiden wollen. Die sind ja erstmal in diesen Strukturen drin, aber man kann trotzdem versuchen, sich trotzdem so weit wie möglich da rauszuziehen und sich trotzdem auch schöne Momente zu schaffen, viel in die Natur zu gehen, mit Gleichgesinnten umgeben, die ähnlich denken und sich da ein Stück weit auch zu stärken durch die Natur, durch Gleichgesinnte. Und dass man sich dann eben nicht zusätzlich noch mit zu viel negativer Energie, negativen Nachrichten auch im alternativen Bereich beschäftigt. Ne? Und ich denke, das ist mit so der wichtigste Tipp, den wir so geben können, wenn man sich schon alternativ informiert, da sehr wohl dosiert. Und es gibt auch auf Telegram hochspannende, sehr schöne Kanäle, die eher das Positive unterstützen, die auch eher die Spiritualität alternativ betrachten, nicht so mit diesen Pseudo-Gurus und alles ist schön und wir denken uns die Welt schön, wir manifestieren uns die Welt schön, das hast du ja auch schon mal in einem sehr guten Video thematisiert, sondern da gibt es wirklich welche, die sagen, wir müssen auch genau hinschauen, was passiert und das müssen wir transformieren, ja. Wir können nicht einfach wegschauen und das fühlt sich für mich so authentisch, so ehrlich, so wahrhaftig an, wenn ich mit meinen ganzen Gefühlen da reingehen kann, mit allem, was ich fühle, dass ich mir das auch anschauen kann, aber immer mit einer gewissen Distanz. Und dass ich nichts verneine, nichts verleugne, dass ich eben Bescheid weiß, was da im Hintergrund ist. Und mit diesem Wissen dann eben mit dazu beitrage, neue Strukturen zu schaffen, neues Wissen nach außen zu tragen. Und du sagst, du beschreibst auch immer schön, es muss in dieser Zeit auch eben diese Leuchttürme geben, die da einfach stehen, vor sich hin leuchten und wo sich die Menschen, die eben bereit sind für den neuen Weg, auch angezogen fühlen. Ja, das ist ja das Stichwort, angezogen fühlen. Ne? Wie sage ich immer in meinen Videos, ein Leuchtturm hat keine Füße, der rennt den Schiffchen nicht hinterher. Ne? Mhm. Sondern was die Leute ja an diesen gesunden Autoritäten, Anführungsstrichen, sieht, ist ja die Standfestigkeit, die Unbeirrbarkeit, dieses so mittig sein, dieses Strahlen, ja, Strahlen kriegst du ja nur zusammen, wenn du einen großen Energiespeicher hast, wenn da gut genug Petroleum oder Energie unten im Fuß ist, dass du dieses Leuchten auch überhaupt produzieren kannst, ja. Und das ist die freie Entscheidung dann auch von den Menschen, ob sie sich orientieren wollen oder nicht. Und das, glaube ich, macht dann die neue Zeit aus. Ein Leuchtturm steht, das ist ein Angebot. Die Menschen können sich orientieren, sie können sich aber auch nicht orientieren. Ja? Und nicht, wie es früher auch so in der Marketing-Szene ja auch immer vielfach unterwegs ist, dass du wie mit einem riesen Bauchladen unterwegs bist und hast versucht, die Leute zu akquirieren und so oder auch teilweise zu manipulieren. Ja? Mhm. Also die so zu verändern in der Denke oder so zu Gehirn zu waschen, dass sie meinen, du bist der richtige Führer und dann trapsen sie dir alle hinterher. Also wie so, weißt schon, du kennst ja das Märchen mit dem Rattenfänger von Hameln, wo dann alle im Zug hinterher sind und der Berg hat sie dann verschluckt, diese Kinder. Ja? Und da, das ist die neue Zeit, das ist die neue Denke, dass da wirklich Menschen mit einer Basis oder auch mit viel Erfahrung, ich sage immer, der breite Fuß, der steht ja für Erfahrung, für Kämpfe, die man ausgefochten hat. Das ist gewachsen. Das ist nicht irgendwo eine Ampel, die da nervös vor sich hinblinkt und innen hohl ist, ja, sondern da ist was gewachsen und jeder sieht, oh, da guck mal hin, da ist jemand in der Ethik, in den Werten, in seinen Philosophien sehr, sehr stabil. Mhm. Ich hatte letztens auch mal einen interessanten Text gelesen, ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal zusammenkriege, das fand ich auch sehr schön. Da ging es eben auch um so gewisse Führungspersönlichkeiten, sogenannte Gurus, dass die echten Führungspersönlichkeiten oder Gurus oder auch im spirituellen Bereich, die halten dich nicht irgendwo unten, dass du das Schäfchen bleibst, sondern die führen dich so weit, dass du mit auf einer Ebene bist, dass du auch, ich sage jetzt mal zur Erleuchtung kommst, das ist jetzt nicht das richtige Wort, aber dass du auf einer gleichen Ebene kommst. Die wollen dir wirklich helfen, aufzusteigen, hochzukommen, in deine Kraft zu kommen. Das sind die, das sind sowas wie Leuchttürme, diese echten Führungspersönlichkeiten, diese echten Führer, diese echten Guru. Ich mag das Wort nicht so, aber Leuchttürme ist vielleicht das. Ja, das sind ja diese, die den Funkenschlag machen. Die wollen ja nicht für sich leuchten als Fackelträger und sagen, ich bin hier der Größte und ihr sollt jetzt alle mir Abbitte tun und in die Demut gehen, sondern ein richtiger, ehrlicher Führer ist
jemand, der, wie soll man sagen, das ist ein Meister. Ja, es ist ein Meister, der Schüler hat, der aber, also sein größtes Ansehen ist, dass diese Schüler auch irgendwann auch Meister werden. Oder und wie so nicht ein Leuchtturm. Kleinen halten. Genau, ne? Oder wie ein Leuchtturm, der die Boote eben anzieht und die auch zu Leuchttürmen machen möchte, sage ich jetzt mal so im übertragenen Sinn. Dass ja, oder die ein eben Leuchtturm also steht aus für viele. Aber mit dem Meister, eben, der dich nicht auf dem Stadium des Schülers ewig hält, sondern dein größter Dienst ist es, dich auch zum Meister zu erheben. Das ist... Ja, also ein Meister würde zum Beispiel auch den Moment spüren, wenn er seine Schüler entlassen darf. Wenn sie weit genug sind, dann entlässt er sie, schickt sie raus in die Welt. Ein falscher Meister würde darauf fokussiert sein, dass er die in der Bindung hält, dass er die abhängig hält, dass er sein Zubrot ständig parat hat oder seine ja, Anerkennung, seinen Applaus oder was er da braucht. Ja. Und da gilt es aufzupassen, weil wo ich momentan so ein bisschen die Gefahr sehe, Silke, ist, dass viele, sind wir wieder bei unseren narzisstischen Vögeln, unglaublich gut kopieren können. Die können wie Copy-Paste, ja, so eins zu eins, absolut, bis auf die Wortwahl, bis auf Metaphern, bis auf Gesten, alles kopieren, was ein ehrlicher oder also ein Leuchtturm, ein Meister, also wie der agiert. Und dadurch, dass die das jetzt eins zu eins übertragen können, werden sehr viele dieser Leute draußen so irritiert, dass sie der Kopie folgen. Ja? Ja. Die denken, das ist Gold, aber es ist Blattgold. Es ist so aufgepinselt. Ja. Ja? Und dadurch entsteht fast wie so, ich will jetzt nicht sagen Kampf, aber eine Konkurrenz, wo man fast sagen kann, es wird um die Seelen gekämpft. Ja? Ja. Das Helle, das Dunkle. Hat eine Menge Menschen und um diese Menschen wird eigentlich gerungen. Das ist vielleicht besser der Ausdruck als kämpfen. Weil ein Meister kämpft nicht, ein Leuchtturm kämpft nicht. Der steht, ein Meister findet seine Schüler, weil die Schüler ihn finden. Das ist ein Magnetismus. Wenn die Zeit reif ist, wird der Schüler den Meister finden und umgedreht. Ja, das ist ein schönes Bild, was das gut beschreibt. Ja, also, aber das ist eine Gefahr. Und ich meine, gerade so diese dunkle Energie das sind Experten. Das ist, da haben wir sehr starke Leute dabei, unglaubliche Analysefähigkeit, Beobachtungsfähigkeit und Meister der Illusion, Meister der künstlichen Welt. Ja. Das heißt, den Menschen wird was Künstliches angeboten und sie kapieren gar nicht, dass es künstlich ist. Aber sie heutzutage merken es erst relativ spät dann. Also wenn es darum geht, das, was uns angepriesen wurde, erfüllt sich nicht. Oder sie kommen nie aus diesem Kleinsein raus. Ganz im Gegenteil, sie werden immer mehr gedrückt und immer mehr geschwächt. Dann merken sie ja, da ist ja irgendwas faul, da kann was nicht stimmen. Für mich ist auch ein gutes Zeichen dafür, ob jemand, auf welcher Seite jemand spielt, wenn ich mir das C-Thema anschaue. Wer ist ein Befürworter der ganzen Maßnahmen? Wer will die Menschen da in diese Richtung locken? Und wer nicht? Also das ist schon erstmal, gerade auch bei so gewissen Gurus und Führungspersönlichkeiten doch schon, da gibt es ja auch in den verschiedenen Bereichen, ja, scheint es, hat man da gewisse Persönlichkeiten hingesetzt, schon vor 10, 15 Jahren, die jetzt ihre Schäfchen aber mit in dieses alte System halten wollen. Ne? Naja, man muss halt überlegen, was ist da passiert? Hat man denen Orden versprochen, die sie sich auf die Brust heften? Ist es, dass sie Macht oder Prestige oder Geld kriegen, haben ihre Seele verkauft, wie Chopin, Mephisto und Goethe, ja. Also bei Faust man das wiederfindet, ja? Also da steckt man nicht drin, was ist da passiert? Man merkt nur, dass hier wirklich Akquise betrieben wird. Also dass hier Namen oder Personen benutzt werden, um Menschen in die, weiß nicht, ob man sagen soll, irre führen. Aber es fühlt sich nicht sauber an. Es fühlt sich nicht authentisch und ehrlich an. Ja, und ich bewerte hier keinen. Also jeder, der darf da seine Wahl treffen, wie er meint. Aber
was ich spüre, und es wird ja ähnlich gehen, du bist ja auch HSPlerin, wenn wir Menschen angucken, dann fühlen wir ganz genau, was fühlt sich's ehrlich an, fühlt sich's echt an oder ist da irgendwas asymmetrisch? Ja? Und von den Leuten gibt es leider Gottes da draußen sehr, sehr viele. Ich habe immer gedacht früher, also vom halben Jahr, wenn du mich noch gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, naja, also so blöd kann ja keiner sein, dass jemand, der da forciert oder Akquise macht, nicht erkennt. Aber wir müssen auch, glaube ich, davon abkommen, dass wir glauben, und unsere HSP-Denke, diese hohe Wahrnehmungsfähigkeit, die hätten andere Leute auch. Es gibt viele Leute, die haben eben nicht diese Begabung oder dieses Talent. Und dann braucht es eben auch ein Stück Demut oder auch Güte, das auch anzuerkennen. Ja? Wir können da draußen rumsausen und die Leute missionieren und sagen, wie bekloppt bist du denn? Warum siehst du das alles nicht? Das ist, wie es ist. Und es wird schon irgendwo eine Richtigkeit haben, dass das manche eben nicht erkennen und manche schon. Ne? Liebe Susanne, vielen Dank nochmal für dein Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass du dir nochmal Zeit genommen hast und nochmal so ein paar Einblicke gegeben hast. Und für alle diejenigen, die sich für die Susanne interessieren, schaut unbedingt auf ihren Telegram-Kanal. Facebook findet ihr sie, YouTube habe ich verlinkt, Webseite. Und schaut euch unbedingt ihre sehr hilfreichen, spannenden Videos, Sonntagsvideos an. Ist auf alle Fälle eine Nummer 1 Empfehlung von mir. Ja, und jetzt auch noch an die Zuschauer. Was haltet ihr von dem Thema emotionale Entgiftung? Seid ihr mitten in diesem Prozess? Wie geht ihr damit um? Was erleichtert euch die emotionale Entgiftung? Wie geht ihr auch gerade mit diesen eher Angst, mit der Angstmache um im Mainstream wie auch im alternativen Bereich? Was ist da eure Lösung? Haltet ihr euch davon fern oder konsumiert ihr da nur immer so in kleinen Dosen? Ja, wie geht ihr damit um? Also, wir freuen uns über regen Austausch unter diesem Video, wünschen euch eine wundervolle Zeit, viel Kraft und Zuversicht. Bis ganz bald, ihr Lieben.